Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von der Legacy Challenge mit Sims 4 und Familie Traumtänzer. Und hier haben wir unsere fünfte Generation, den Theo, der gerade Schach spielt mit seiner Schwester, der Tessa. Und seine Mama, die sollte ihm eigentlich was vorlesen und ich sehe schon wieder kein Buch in ihrer Hand. Nein! Das kann doch wohl nicht sein. Ja, es hat immer noch auch auf Null hier irgendwie. Und sie hat es auch nicht weiter geschafft. Wo hast du das Buch hingelegt? Verdammt. Kind vorlesen. Theo. So. Ihr zwei müsst es doch mal irgendwie schaffen. Ich wollte ja eigentlich mit euch heute gemeinsam mal in den Park gehen. Das wäre doch mal ein cooler Ausflug gewesen, Mann. Aber Tassilo muss natürlich arbeiten und die Alina muss, glaube ich, durch. Sie muss ja auch arbeiten. Oh, sie muss im Grunde auch schon los. So. Ja, die Logikfähigkeit leider nicht geschafft. Da hat noch ein Stück jetzt hier gefehlt. So, aber ich denke mal, mit dem Rest können wir gehen. Tessa hat heute noch frei. Alexa hat ja frei. Und die Tessa hat im Grunde auch frei. Und die Kids ja im Grunde sowieso auch. Aber... So, wartet mal. Kind vorlesen. Das versuche ich jetzt wirklich mal, als 14:30 Uhr war. So. Oh, endlich den Meilenstein erreicht. Alexa hat dem Kind endlich vorgelesen. So, Kind heiraten lassen, na, das wird noch ein bisschen dauern. Der Junge ist jetzt noch ganz jung. Elternteil eines Kindes mit drei Freunden und mit drei von deinen Kindern befreundet sein. Okay, dann bräuchten wir ein drittes Kind. Wir brauchen noch ein Kind. Tassilo, wir brauchen ein Kind. Okay, ihm fehlt aber noch ein bisschen was, deswegen wird sie noch ein bisschen weiterlesen sollen müssen. Es sieht auch irgendwie so aus, als ob Tessa hier alleine spielt, oder? Oh, Schreibblockade. Tassilo kommt bei seiner neuesten Geschichte nicht weiter. Ihm ist aufgefallen, dass sein Kollege versehentlich ein vorläufiges Manuskript im Büro liegen lassen hat. Willst du dir einige seiner Ideen ausleihen oder einfach liefern, was du bisher hast? Ich bin mal ehrlich. So, ein Meilenstein haben wir jetzt hier auch geschafft. Okay, wartet. Ihr Kollege wird befördert, da er ein bahnbrechendes literarisches Werk eingereicht hat. Ach, hätte er doch nur. Ja, okay. Okay, er hat es wieder geschafft. Jetzt braucht er noch Mentalfähigkeit Level 5 und zweimal konzentriert soll er Hausaufgaben machen. Ich schau mal ganz kurz. Na, die Hausaufgaben haben wir schon gemacht. Das müssen wir am Anfang der Woche machen. Das heißt jetzt für mich... So, bitte. Was ist das? Nee, wir trauern um niemanden. So, wir gehen auf Reisen. Ach, ich möchte euch noch ein was zeigen. Ich hab doch ein bisschen umgebaut. Ich habe doch noch umgebaut, das habe ich noch mal gar nicht gezeigt. So, hier ist jetzt wirklich Tamaras Zimmer. Also das ist allein und nur Tamaras Zimmer geworden. Sie habe ich so ein bisschen in diesem helleren Ton, ein bisschen türkis und hier so lila gemacht. So, also so doch ein bisschen gemixt, aber doch ähnlich oder gleich, sag ich mal. Und das heißt dann natürlich auch, ups, andersrum, dass auch unser Theo ein eigenes Zimmer bekommen hat. Und da habe ich ja gesagt... So, dass er dieses Zimmer bekommt. Ich habe es gar nicht so sehr verändert von Ted aus. Also er hat sehr viel von Ted quasi einfach nur übernommen. Ich habe nur dieses grelle Blau weggemacht. Und Theo wird einfach auch der blaue Typ jetzt einfach hier mal sein. Wir hatten ja viel Grün immer gehabt. So in der Küche und so. Und jetzt haben wir momentan eigentlich mehr das Rot und unser Theo wird auf jeden Fall die blaue Farbe mit hier reinbringen. So habe ich das gedacht. Ne? Also das ist ja Rot und hier auch. Und sobald Theo dann erwachsen ist, wird das wieder umgeändert und wird dann blau alles gemacht. Ah, und ein was haben wir noch. Schaut mal, was wir hier haben. Tada! Da, 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 da. Wir haben ein Auto. Ja, es ist einfach mal so zum Anschauen. Es gibt nicht wirklich ein Auto in Sims 4. Das ist eigentlich ein Spielzeugauto. Aber, ich weiß gar nicht, kann ich dich mal hier hinschicken zum Ansehen? Ich glaube, das könnte funktionieren. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es richtig groß gemacht habe.
Ja. So, könnte so rein theoretisch groß genug sein? Möglich. Was hast du denn eigentlich hier Aha. an? Oh. Okay, wir gehen in den Park. Kommt, wir reisen. Warte mal, reisen. Und ich nehme mit. Ich nehme meine beiden Kinder mit. Theo und Tamara. Und die Tessa nehmen wir gerade auch mit. Und weil es so schön ist, nehmen wir doch den Tommy auch noch mit. Und die Marina Brandenburg, das ist die Mutter, ne? Marina ist die Mutter und Betty ist die Oma, also ihre Verwandtschaft quasi. Und alle kommen mit. Oben rechts steht es ja immer so schön. Alle kommen mit, supi. Und ich wollte hier in diesen Magnolienblütenpark, der ist ja nicht weit entfernt zwar, aber ich habe auch da so nicht das ein oder andere mal ein bisschen aufgemotzt, sage ich mal. So ein bisschen campen könnte man da zum Beispiel auch, weil ich ein Camping, also ein Zelt und so mit draufgestellt habe. Und von daher bin ich einfach mal gespannt, wie es uns dort gefallen könnte oder wird. Ja. So, wir sind alle da. Cool. Das ist ja auch so ein bisschen das Gruppenzeichen, wie auch immer. So, dann lasse ich mal den Theo zusammen spielen. Wer ist denn das? Angela, Paulus, okay. So, gucken wir uns mal ganz kurz um. Also hier können die Kinder spielen, hier könnten wir was einpflanzen, da ist noch das Blipblock, hier können wir Hufeisenspiel machen, einmal schlafen und oder zelten. Ich glaube, ich habe auch eine Dusche jetzt hier mit reingemacht. Einfach mal, wenn jemand doch nochmal das benötigt. Genau, und was ich hier noch habe, ich habe hier noch so ein paar Sachen aufgestellt. Da könnten wir auch Angeln und Frösche suchen. Moment mal, die Tessa kann uns mal ein paar Frösche suchen gehen und vielleicht mal auch angeln gehen. Ja, und also da könnte man immer noch grillen, das war nach wie vor so. Genauso diese Geschichte mit dem Schachspielen. Ach, guckt mal, da ist Detlef Braun. Supi. Tessa konnte keinen Frosch fangen, okay? Und hier habe ich nochmal so ein bisschen, also das ist, ja, genau. Tamara, schau doch mal, schau dich mal um. Hier könnte man nochmal duschen. Was macht sie? Ah. Okay, was auch immer sie ist. Sie hat sich ganz gut mit Tom hier Toilettenwitz erzählen, Erwachsene lustig machen, Fantasiegeschichte erzählen, rumblödeln, Toilettenwitz nochmal nehmen, Erwachsene lustig machen. Was können wir denn noch Lustiges machen? Aktionen. Runde entfernen? Nee, Quatsch. So, Grimasse schneiden. Also ihr könnt euch mal ein bisschen beschäftigen. Und hier, also das war nochmal so ein eigener Raum. Den könnt ihr auch im ganz normal im Baumodus finden. So, die liebe Tessa, okay, du hast doch bestimmt Hunger. Sieht nämlich so aus. Hier, da so. Okay. Alexa, was machst du die ganze Zeit? Oh, hallo, meine liebe Schwester. Genau, über Weltfrieden reden. Über Farbtheorien reden, von Naturschwärmen, tiefgründige Unterhaltung, fesselnde Geschichten, Level 5 Sozialfähigkeit für Tamara, das ist cool. Reparaturtipps und so weiter. Das ist die Schwester, genau. Freundin und Schwester Geek, genau. Und Musikliebhaberin, immer noch arbeitslos. Naja, gut. Irgendwie müsste ich denen mal eine Arbeit geben oder so, keine Ahnung. So. Der Theo? Weiß ich nicht. Spielst du auch richtig Pirat, Theo? Zusammen spielen. So, unsere Tessa, die. Ja. Für Tessa habe ich übrigens noch überhaupt gar keinen Mann hier in der Gegend gefunden oder gesehen. Adrian Diaz, Ute Huberts. Wer läuft denn da so rum? Luna, hallo Luna, bist du noch Teenager? Nein, junge Erwachsene hier schon. Okay. Hier, guck mal, du kannst mal hier Frösche suchen gehen.
Ich gucke gerade mal ein bisschen rum. Frösche suchen. Kannst du mal nach Schatz graben? Das ist ein Erdbeerstrauch. Da brauchen wir es. Das brauchen wir nicht. Ich habe ja auch so diese ganzen geheimen Ecken und so, habe ich dir leider noch irgendwie noch gar nicht danach gesucht. Das ist noch etwas, was so gar nicht auf meinem Schirm war. Ich weiß, dass es da so einige gibt und ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob es eines nicht sogar hier in diesem Park war. Wo bin ich denn hier, um Himmels Willen? Mariebach, okay. Da könnte man noch, guck mal, da ist noch Frösche suchen. Hier ist der Ralf Kreuz und Michael Kreitz. Okay, und hier könnte man sogar noch angeln gehen. So. Ich gehe mal alleine angeln dann. So, ich, ja, einmal los, Tessa. So, und du kannst dich einfach weiterhin mal mit deiner Schwester eigentlich vertragen. Und das ist ja die Mama. Also Fotos teilen, Tag fragen, kochen reden. Wie auch immer. Und Tamara? Komm, du kannst auch noch Pirat spielen, Tamara. Wobei sie eigentlich auch Hunger hätte, ne? Dann könnten wir sie direkt doch noch mal hier hin. Hier gibt es ja was zu essen. So. So, und Alexa kann sich dem hier mal freundlich vorstellen. Den kennen wir nämlich noch nicht mit ihr. Tessa, hier ein Hypnofrosch. Oh, cool. Den haben wir noch nicht. Das ist echt cool. Den haben wir noch nicht. So, unsere liebe Alexa. Na komm, stell dich ihm mal vor. Freundlich vorstellen. Ein Surfer-Erdfrosch. Ich glaube, den haben wir schon. Unsere liebe Alexa. Die sieht wirklich doch immer noch heiß aus, ob sie den Zwilling auf die Welt gebracht hat. Ihr Vater muss irgendwie rothaarig gewesen sein, weil die Mutter ist schwarz und die Schwester ebenso. Also, eine Wutpuppe haben wir zutage befördert. Cool. Also, sie räumt ja hier gerade richtig ab, unsere liebe Tessa. Das ist schon auch groß. Oh, Detlef. Ja. Er ist noch ein Teenager, ja. Er war hier irgendwie. Also gut, Tamara, könntest du dich ja einfach... Achso, man kann, wenn die da drin sind, irgendwie nicht mit denen reden. Das ist ja schon doof. Naja, gut. So. Was machen wir denn jetzt noch, Alexa? Sollen wir nach Hause gehen? Bis wann kommt denn unser Mann Menneke nach Hause? Ach Gott, erst um 21 Uhr. Wir haben gerade 20. Okay, dann haben wir noch eine Stunde. Und dann gehen wir nach Hause. So, Hände küssen. Ah, nein. Nein, 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 nein. Ich will nicht flirten mit ihm. Gottes Willen. Warum willst du flirten? Das ist doch doof. Nee, nee, nee. So, wir machen mal einfach einen lustigen Klopfwitz. Und können wir irgendwie die... Wartet mal ganz kurz. So, das ist doch meine Schwester. Die ist doch auch... Ich könnte ja ihn mal nach Karriere fragen. Und einfach mal kennenlernen. Und wo waren das mit dem Verkuppeln oder so ähnlich? Gruppen bewerben, anziehen, reden über... Oh, nee, was? Kennenlernen, freundlich... Andere Sims. Positiv über andere Sims äußern. So, dann gucken wir mal. Oh, ich könnte natürlich auch über Tessa positiv reden, aber über meine Schwester, die Betty. So. So, nochmal kennenlernen. Oh, Lord. Er ist Geheimagent, okay. Und er ist düster. Okay. Oh, ich würde sie gerne kennenlernen. Ja, yeah, da drüben ist sie doch. Da ist sie, genau, da ist sie doch. Ihr würdet doch gut zusammenpassen, aber er ist ja schon verheiratet, ne?
Betty ist toll. Ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Na, das ist doch mal super. So. Ich gucke jetzt mal nach Tessa. Wo bist du denn mittlerweile? Achso, du bist immer noch beim Angeln. Okay, ich weiß gar nicht, ob du jetzt was geangelt hast. Da kam keine Meldung. Nee, das haben wir nicht geschafft. Gut, wer ist der Typ? Ich stelle mich ihm nochmal freundlich vor. Wer ist das? Ein Erwachsener. Michael Schäfer. So. Und sie ist ja gesellig, deswegen gefällt ihr das natürlich. Tasselos nach Hause gekommen. Das heißt für uns, wir gehen jetzt auch mal so langsam Richtung nach Hause. Das gehört alles noch zu dem Ding hier dazu. Das ist ja echt cool. So, einmal Frösche suchen hier nochmal. Warum verschwinden die Bäume, wenn ich näher komme? Das ist doch doof. Hey, der ist immer noch da. Hannah Greiz? Okay. So, wir gehen aber nach Hause. Allesamt. Kommt schon. Und das ist ja immer wieder so ein schönes Ding, ne? Wenn die nach Hause gehen. So, das Plaudern schalten wir raus. Er müsste irgendwo schon unterwegs sein und sie auch. So, ihr seid hier lang unterwegs. Okay. Angie. Keine Ahnung, ich kenne die beiden nicht, aber sie sind auch lustig. So, da ist noch was. Ein gestreifter Blattfrosch hat Tessa noch. Tessa ist, glaube ich, die einzigste. Nee, Tamara müsste auch noch irgendwo sein. Tamara ist einfach müde. Die geht übrigens die andere falsche Richtung. Okay. So, Tessa, joggen. Und ab nach Hause. Dann gucken wir nochmal ganz kurz zu unserem lieben Tassilo. Und die Alina, weiß ich gar nicht. Die kommt vielleicht noch eine Stunde später. Zumindest geht sie eine Stunde später immer zur Arbeit. Und ich verteile jetzt gerade nochmal ein bisschen die Aufgaben, was sie denn so noch machen können. Weil am nächsten Tag ist ja Montag. Und am Montag, jo, da müssen sie dann alle wieder fit zur Arbeit gehen. Auch unsere Tessa zum Beispiel. Ja, die muss hier noch Berichte ausfüllen. Das musst du definitiv noch machen, meine Liebe. Da gehen wir doch mal an den Computer. Und ich vermute mal Web, oder? Ja, Berichte ausfüllen. Super. So, Alina ist noch da. Tassilo, der ist definitiv unheimlich müde. Ja, Alexa, die ist Alexa. 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 Okay. Oh, nee, Yipsy. Oh, nee, Yipsy. So, ich fütter dich jetzt mal. Kann es sein, dass wir das irgendwie übersehen haben? Mikroskopprobe sammeln. Ich melke dich und dann füttern. Achso, nee, füttern muss ich dich jetzt gar nicht mehr. Lecker, schmecker. Hier, wir müssen noch einmal eine dampfende Dusche nehmen. Dann gehen wir noch mal hier. Essenz des Glücklichseins, immerhin. Ja, irgendwas essen. Das hier können wir noch essen. Wir haben übrigens 11 Objektträger-Dinger hier. Aber wir müssen unbedingt noch das Gemälde fertig kriegen mit ihr. So, Tessa ist hier. Theo, was muss ich noch mit dir machen? Theo, da geht's dir gut. Da bist du ziemlich grün im Moment. Mentalfähigkeit. Okay, dann geh nochmal eine Runde Schach spielen. Und unsere liebe kleine Tamara ist schon im Bett. Die schläft bereits. So, Alina, super, du bist gerade nach Hause gekommen. Dann kann ich dich auch nochmal kurz anschauen. Wie sieht die Rechnung aus? Nix, okay. Hygiene, Energie, okay. Dann würde ich sagen, geh doch erstmal nochmal eine erfrischende Dusche. Ein bisschen überlegen, ob du noch ein bisschen hungermäßig was essen kannst oder sollst. Ah, komm. Einmal Specksalat, Tomatensandwich. Geht noch.
Und dann kannst du hier hinten schlafen. So, was macht Alexa? Okay, die spült erstmal noch ein bisschen. Dort eine Sachen aufräumen, wegräumen. Okay. Gut. Gut, ja, dann sag ich jetzt erst einmal, oh, was hat Alina denn hier jetzt angezogen? Eines ihrer Klamotten, wo sie früher auch anhatte, auch mit einem Dutt hinten dran. Jetzt halt, sie ist ja ein bisschen älter und ja, sieht auch ganz cool aus, finde ich. Gut, Theo hat sein Level 5 geschafft, dann könnte er jetzt schlafen gehen, würde ich mal so sagen. Ja, das könnten wir dann. So, wartet mal. Tschakka! Ach so, beanspruchen und schlafen. Also da können wir dann direkt. Das ist ja ein neues. Oh. Ein wütender Geist. ja, das ist ja ein neues Dings gewesen da oben. So, ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen jetzt hier wieder die beiden Tessa und Alexa hier noch im. Jo, ich sag mal im Büro, dass die beiden hier noch ein bisschen quatschen. Aber ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns in einer nächsten Runde dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naito. Ciao, ciao.